Vor ein paar Wochen haben wir auf dem Kanal darüber berichtet, wo die Masten lagern, die das Oktoberfest mit Mobilfunk versorgen. Heute sind wir nochmal auf der Wiesn, um dabei zu sein, wenn diese Masten aufgestellt werden. Außerdem habe ich mit dem Godfather of Oktoberfestnetz gesprochen, mit dem Frank Buchholz. Alles nach dem Jingle, bleibt dran. Fürs Oktoberfest werden jedes Jahr 10 Maststandorte auf der Theresienwiese aufgestellt. Ist das ein Standardprozess oder muss jeder Standort wieder einzeln berechnet werden? Die Standorte werden von Jahr zu Jahr überprüft, was die Kapazität betrifft. Dadurch, dass wir einen gewissen Ausbaustand erreicht haben, werden die nicht jedes Jahr neu berechnet oder simuliert, sondern wir bauen eigentlich auf dem auf, was wir im letzten Jahr gesehen und festgestellt haben, was an Kapazität und an Verkehr drüber läuft. Das ist eigentlich ein etablierter Prozess, der eigentlich auf Bestehendes aufbaut. Bei uns werden normalerweise Standorte ja immer in so 2-Monats-Scheiben ins Netz genommen, Netzdefinition. Wie ist das dann bei der Wiesn? Gibt es dafür einen besonderen Termin? Also dieses Netzdefinitionsraster, was du ansprichst, was bei der Telekom typisch ist, um einen geordneten Prozess der Integration der Zellen ins Netz zu ermöglichen, ist dahingehend angepasst worden, dass dieses große Event Oktoberfest dabei berücksichtigt wird. Das heißt, die Terminplanung ist so, dass wir genügend Zeit haben, vor Integration der Zellen die Parameter bereitzustellen. Das heißt, es wird nicht während des Oktoberfests gemacht oder danach oder sonstiges, sondern Ende August ist dieser Termin und der ist so fixiert worden, extra wegen Oktoberfest. Das heißt, alle Zellen bundesweit orientieren sich an diesen Termin fürs Oktoberfest. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Gehen diese 10 Standorte mit einem Schalter umlegen gleichzeitig ins Netz oder werden die sukzessive hochgefahren? Die werden sukzessive hochgefahren, aus verschiedensten Gründen. Wir haben auch gar nicht die Ressourcen, die Manpower, bei den verschiedenen Unternehmen, die für uns arbeiten und unsere eigenen Field Operations, die für die Inbetriebnahme zuständig sind oder das Festnetz, die die NTs und die Glasfaser liefern, sodass wir jeden Standort einzeln in Betrieb nehmen. Kann sein, dass 2 oder 3 parallel sind, je nachdem wie viele Teams draußen ist. Und das über einen Zeitraum von ungefähr 3 bis 5 Werktagen erfolgt. Und es geht Hand in Hand mit unseren Kollegen vom Netzmanagement, die entsprechenden Parameter einspielen, die Software-Updates machen. Und gleichzeitig prüfen sie natürlich auch die Stationen, ob die Ordnung sind. Die stehen ja ein Jahr, technisch werden die nicht benutzt. Und die müssen natürlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Und am Schluss, wenn alle Standorte laufen, werden die normale getestet, werden entsprechende Gespräche und Datencalls zugeführt. Und ganz am Schluss wird noch die Zusammenspiel der Standorte getestet. Das machen unsere Kollegen vom Netzmanagement, die mit so einer Art Rucksack-Messsystem über das Oktoberfest gehen, schauen, ob die Zellzuordnung stimmt, ob die richtigen Parameter eingespielt sind, wie die Qualität der Zellen ist. Ja, und dann, das ist meist so 2-3 Tage vor Beginn der Wiesn, dann wird das nicht mehr angefasst, außer nur noch Feintuning. Dann hoffen wir, dass alles funktioniert und nichts mehr schief geht. Musst du als Funknetzplaner eigentlich oft vor Ort sein oder ist das doch meistens am Computer? Also meistens am Computer. Erstens kenne ich eigentlich die Lokation da draußen, ich kenne die Zelte, ich kenne unsere Standorte und ich schaue mir nur an, was Neues ist. Zum Beispiel vorher Jahr die Smart-Serie mir angeschaut oder dieses Jahr die einzelnen neuen Masten, die wir aufbauen. Und nächstes Jahr natürlich dann der Technik-Swap, den wir dann vorhaben. Das ist schon interessant, aber jeden Standort schaue ich mir nicht an. Ja, das ist definitiv nicht der Fall, ist auch nicht mehr notwendig. Man kann ja auch nicht immer nur bei schönem Wetter aufnehmen. Im
Im letzten Jahr, du hast es angesprochen, gab es Small Cells als Versuch. In diesem Jahr irgendwas Neues? Wir stehen jetzt vor der Einführung der nächsten Mobilfunkgeneration. Und im Vorgriff dessen müssen wir uns eigentlich mal um das Bestandsnetz kümmern. Und das Bestandsnetz, das muss soweit modernisiert werden, dass die spätere neue Technik, die 5G-Technik, damit aufgenommen werden kann. Allerdings ist da der Zeitraum, die Vorläufe so komplex, dass wir das gesplittet haben. Dieses Jahr haben wir uns nur um unsere Maststandorte gekümmert. Und nächstes Jahr kommt dann die gesamte aktive Technik. Du bist seit 15 Jahren, planst du Oktoberfest. Das heißt, in der Zeit, wo eigentlich noch Sprache alles dominiert hatte. Bei Sprache sagt man immer so, da tut sich eigentlich in den vergangenen Jahren nicht mehr viel. Wie ist es im Datenverkehr? Man hat wirklich fast eine ziemliche Verdopplung des Verkehrs und man hat eine Verschiebung innerhalb der einzelnen Technologien. Interessanterweise GSM, das ist immer so ein Bodensatz, der eigentlich nach wie vor existiert, selbst im Datenverkehr. Wobei es jetzt nicht an der Versorgung oder Qualität liegt, sondern es gibt immer noch genügend Endgeräte, wahrscheinlich auch aus dem Ausland, die das nutzen. Also das können wir auf keinen Fall einstellen. UMTS ist ein klarer Trend nach unten. Das wird subsidiert und kompensiert durch den LTE-Verkehr, was auch unser Wunsch ist. LTE ist jetzt bei 70-80% vom Verkehr, ist der Haupttreiber und dort kommen auch die Zuwächse dazu. Ja, das andere ist so stabil auf hohem Niveau, aber LTE ist Zuwachs, deswegen auch die zusätzlichen Frequenzen, die wir dann nächstes Jahr noch einbringen werden, um das wieder dann entsprechend abzufangen. Das ist eigentlich unser Ziel. Und was mit 5G kommt, hängt natürlich davon ab, was dann für Gerätschaften kommt, was die Dienste sind für Anwendungen. Wenn du dir was wünschen könntest als Funknetzplaner für die Versorgung der Wiesen, gibt es noch Verbesserungspotenzial? Was ich mir wünschen würde, wäre so ein ideales Netz. Ein Funkplaner, der hat immer Vorstellungen, wie so ein ideales Netz aussieht. Also genau die Standorte dort zu bauen, wo sie optimal sind. Das hat einerseits was mit der optimalen Versorgung, der Qualität zu tun. Weil, sag mal, ein unausgewogenes Netz ist weder gut für die Netzqualität, also für die Versorgung, noch gut für die Kapazität, weil teilweise, wenn es zu nah, zu weit weg ist, eine nicht symmetrische Auslastung hat. Den einen oder Standort hätte ich mir mehr gewünscht, aber wir sind nicht der einzige Gewerk auf dem Oktoberfest. Alle müssen sich unterordnen. Nummer eins sind natürlich die Bierzelte und die Fahrgeschäfte und alles andere, was dort ist. Sie müssen sich genauso einordnen wie wir. Wir haben ein gutes Verhältnis zur Stadt München. Sie verstehen unsere Belange und unsere Wünsche. Aber wir haben beileibe nicht jeden Standard bekommen, den wir uns vorstellen können, mangels dessen, weil dort ein anderes Gewerk steht. Das ist einfach so. Und es ist sehr, sehr eng. Ein Musterbeispiel ist dieser Standard in der Mitte, den wir bis vor kurzem eigentlich nur mit 10 Meter Höhe betreiben konnten, weil dieses Fundament, was dort eingebaut ist, von der Größe limitiert war und limitiert deswegen, weil nebenan Gasrohre gehen, andere Sachen. Das heißt, es war nicht groß genug, es ging nicht. Mit der Umstellung auf den neuen Antennenkonzept, was wir jetzt haben, Mastkonzept, hat unser Generalunternehmer, die Firma Reiter, den Entwurf gemacht, um das Ganze aufzustocken durch eine geschickte Planung, durch ein geschicktes Design, sodass wir das dann eigentlich ausgleichen konnten. Und das sind so, das ist überall unterschiedlich, individuell auf dem Gelände des Oktoberfest, mussten wir es anpassen und dafür schaffen wir Lösungen. Wie wird man an die Funknetzplaner? Was muss man mitbringen? Funknetzplaner muss man erstmal Interesse haben für Technik. Also muss schon Technik begeistert sein. Das ist übrigens unabhängig davon, ob man jetzt bei der Telekom oder sonst wo arbeitet. Man soll sich schon wirklich damit auch mit dem Job auseinandersetzen, gewisse Empathie mitbringen und entsprechendes Studium oder eine Ausbildung mitbringen. Hochfrequenztechnik, Nachrichtentechnik. Ich habe Hochfrequenztechnik studiert, was mir wirklich auch zu Passe kommt, um jetzt die Planung zu machen. Und was eben das Spannende an der Funkplanung ist, man baut nicht nur einen Standard auf und dann wieder einen Standard x-beliebig, sondern man ist für ein Netz zuständig. Und ein Netz entwickelt sich ständig. Auch am Beispiel Oktoberfest mit diesen vielen Sachen. Ein Netz entwickelt sich einerseits über die Jahre, über Technologien. Es entwickelt sich dessen, dass wir einen Standard bekommen oder nicht bekommen, wegbrechen und daraus was zu machen im Sinne unserer Kunden. Das freut mich und das macht mir auch Freude und Spaß. Und ich denke, jeder, der dann im Mobilfunkgeschäft ist und dann was schafft, man sieht es wirklich tagtäglich, ob ich im Funkloch sitze oder auch nicht. Jeder weiß das. Und das ist schon ein Feedback, was man unmittelbar bekommt. Und nicht immer positiv, aber ich denke, bei der Telekom sind wir auf einem guten Weg, das zu machen. Die Schwierigkeiten aus dem, was man vorfindet, ein Optimum zu schaffen, das ist eigentlich das, was die Herausforderung ist. Das macht ihr ja erfolgreich, weil Connect hat euch ja gerade wieder ausgezeichnet für das beste Netz in München. Wir haben jetzt in München an die 400, 500 Standorte, die wir da haben im Stadtgebiet, mehr oder weniger verteilt, im Randbereich und so. Und wir haben natürlich auch noch Lücken im Netz, die jetzt uns schmerzen, aber es ist nicht alles immer machbar und wenn man dann auch dann sagt, okay, für das, was man gebaut hat, die Diskussion ist heftig zurzeit in der Öffentlichkeit, was Funklöcher ist,
Das freut uns natürlich, ist aber nicht zu Ende. Der Weg geht weiter. Wir hoffen natürlich, dass wir auch nicht nur in München, sondern auch in der Fläche das eine oder Funkloch geschlossen bekommen. Das Netz definiert sich nicht nur aus wirtschaftlichen Standorten, sondern auch aus Standorten, die eigentlich für den Kunden sagen, aha, die Telekom hat dort gebaut, die tut was und ich kann nicht nur mein Telefon im Stadtgebiet, im Café oder sonst wo benutzen, sondern eigentlich flächendeckend mit Einschränkung. Das ist eigentlich der Anspruch, den wir haben. Nicht immer einfach, aber das ist unser Ziel. Normalerweise kommt jetzt der Abbinder mit, falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Aus gegebenen Anlass diesmal anders. Und zwar, ich wünsche uns allen eine frohe und friedliche Wiesn 2018. Feiert schön.